Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part, Pokémon Feuergrün. Ja, beim letzten Mal haben wir das vermeintliche Team Shocket Hauptquartier gestürmt, sind allerdings nicht ganz so weit gekommen und sind nun hier bei der Pokéballfabrik angekommen. Unten drunter steht, nicht von Team Shocket übernommen, ja. Dann wollen wir mal schauen, ob es wirklich nicht von Team Shocket übernommen wurde. Dafür brauchen wir natürlich den Fabrikschlüssel, den wir von diesem einen Typen bekommen haben. Und na toll, ein Teleporter-Rätselort. Das wird noch wunderbar, glaube ich. Und das, die Musik hier ist vom Pokémon Haus, ne? Ja, ich glaube, die Musik hier gab es im Pokémon Haus. Wen haben wir eigentlich momentan vorne? Ich glaube, wir können mal Glutexo nach vorne packen. Nur weil ich dich daran hindere, hier lang zu gehen, ist es noch lange nicht der richtige Weg. Du solltest mir glauben und wieder umdrehen. Hinter dem nächsten Teleporter gibt es nichts. Na, wenn du es sagst, dann glaube ich dir das mal. Und ja, irgendwie... Unsere Gegner werden echt immer stärker. Die sind schon ziemlich weit voraus. Das gefällt mir nicht ganz so sehr. Au. Meine Güte, hör auf zu quitten. Nee, dich kann ich sowieso nicht einsetzen. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Donnerschock hat mehr AP, also setze ich Dönerschock ein. Schneepieker erreicht noch ein Level up. Ich glaube, wir müssen mal bald mal überlegen, ob ich Schneepieker, also unser gesamtes Team überhaupt mal ein bisschen leveln soll. Weil wenn das so weitergeht, werden wir bei Zeiten doch ganz schön underlevelt sein. Wir kämpfen ja sowieso nur gegen Gegner, die uns die ganze Zeit weghexen, wie dieses Golbat hier gerade schon wieder. Meine Güte. Und bald keine Tränke mehr da sind. Weh, du flinchst jetzt schon wieder. Dankeschön. Aber ich habe nicht mehr wirklich viele Tränke. Ich hoffe, man kann sich hier irgendwo mal heilen. Weil ansonsten sehe ich hier ein kleines Problem für uns. Diese Umweltverschmutzung durch die Meisterballproduktion ist zwar nicht gewollt, aber mir gefällt's. Ich konnte unglaublich interessante Pokémon fangen. Du wirst richtig eifersüchtig sein. Na, wenn du meinst, Mutant X1. Ich denke mal, es ist ein Wassergesteins-Pokémon, weil Tantacha mit Kleinsteinarmen. Wir probieren es einfach mal. Das ist sehr effektiv, okay. Meine Güte, warum setzen die alle als Verwirrungsattacken ein? So etwas muss nun wirklich nicht sein, ganz im Ernst. Mutant E2, ist das das? Keine Ahnung, ist jetzt einfach mal Sherlock ein. Ah, es ist das. Okay, Golbat mit, wie Senior. Also, wie Senior hat auf einmal Golbat-Flügel bekommen. Ist okay, ist okay. Wenn ihr meint. Hier ist ein Aufzug. Ich glaube, da gehe ich aber noch nicht hinein. Wir schauen uns lieber noch ein bisschen die anderen Teleporter an. Ah, okay, hier sind wir wieder am Anfang. Gab es hier unten noch einen? Ja. Wir klappern jetzt einfach mal systematisch hier mehr oder weniger systematisch alles ab. Dieses Gebiet hier ist mir jetzt schon zu groß. Dieses Gebiet ist mir jetzt schon viel zu groß. Oh Mann. Ich sehe schon, das wird noch einen tierischen Spaß machen.
hier überall alles auszuprobieren und zu schauen, wo man hier überhaupt rauskommt. Ne, hier gehe ich jetzt erstmal wieder rein. Es wäre eben, wie gesagt, auch mal schön, einen Teleporter zu finden oder irgendein Gebiet, wo man sich heilen kann, wo man Tränke kaufen könnte oder sonst etwas. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt nicht gerade allzu viele Tränke. Und die Gegner sind eben doch schon... Okay, es gibt anscheinend wirklich nur diesen einen Weg hier. Und wir müssen anscheinend... Wie konnten die Mitarbeiter hier bloß arbeiten? Man findet ja nicht einmal den Weg zu seinem Arbeitsplatz. Ich komme mir vor wie bei der Cisco. Was war das? Siegfried? Guten Tag, ich bin Siegfried, der Drachentrainer. Bist du auch hier, um Team Schocket zu zerschlagen? Ich finde es schrecklich, wenn Menschen versuchen, Pokémon künstlich zu verstärken. Team Schocket verpestet die Umwelt bestimmt nur, um starke Mutanten-Pokémon fangen zu können. Das ist fast so schlimm wie der Zwischenfall beim See des Zorns. Ich habe zwar keine Ahnung, wovon du redest, aber ein wenig Hilfe kann nie schaden. Na dann los. Siegfried, heilst du bitte meine Pokémon? Erstes Obergeschoss gehen wir als erstes mal, würde ich sagen. Oh, und hier schon der obligatorische Trainer. Ich war auf jedem Pokémon-Event und habe die ganzen Sonder-Pikachus gesammelt. Zitternd Air Force von meinem fliegenden Pikachu. Oh, der hat die ganzen... Okay, das Pikachu sieht jetzt ein bisschen seltsam aus. Ah, nee, Moment. Das Teil kann definitiv Surfer. Und Donnerblitz. Au. Das kann jetzt böse werden. Das kann es jetzt wirklich. Aber zum Glück sind wir schneller. Und unser Dönerschock tut uns nicht ganz so viel weh. Das ist schon mal nicht verkehrt. Fliegendes Pikachu. Ja gut, Pikachu ist ja immer Elektro, ne? Aber müsste das surfende Pikachu... Ich meine, das war doch das Event Pikachu, das auch... Ja, wie beispielsweise das hier fliegen kann. Ah, und zum Glück überlebt Blutex so das, aber wir haben ein ganz schönes Problem. Schneepika. Da können wir jetzt eigentlich drin bleiben. Und Schneepika ist kein Event, Pikachu. Das gab es nämlich nicht im Original. Alter. WTF. Wieso macht uns das so viel Schaden? Ich habe keine Tränke mehr. Wunderbar, also keine Supertränke mehr. Ach, Mann, ey. Warum kommt hier jetzt wieder aufbauen? Jetzt setze ich halt Drachenwut ein und setze nochmal Glut. Hör auf, dass du spammst, du Scheißvieh. Das muss nun wirklich nicht sein. Und jetzt kommt... Ich verstehe es nicht, aber okay. Lassen wir es einfach mal so stehen. Du tankst nur noch ein Level up, schickt kein Pikachu, okay. Ah, ja, 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 ja. Ja, ich weiß noch, was das ist, genau. Ein Pokémon, das schneller ist als wir, na toll. Ich setze einfach mal Zwirlicht ein. Ach komm, was die können, können wir auch schon. Werde verwirrt, du Kackvieh. Und bekomme meinen Nachtnebel zu spüren. Jawohl, Zwirlicht kriegt seinen ersten Kill. Und kein Pikachu kann überhaupt nichts gegen Zwirlicht ausrichten. Das gefällt mir. Kein Pikachu ist meine Lieblingsversion.
Ja, auch meine ist es. So, aber erstmal ein Beleber und ja gut, Tränke haben wir keine mehr. Konnte man sich irgendwo Tränke kaufen? Das ist gerade die wichtige Frage. Weil ich brauche auf jeden Fall welche. Und je nachdem, wie lang dieser Part hier wird, also wie weit wir in diesem Part kommen, würde ich sogar sagen, gehe ich offscreen mal nachgucken, ob wir Tränke kaufen können. Ich denke mal jetzt für diesen Part. Meine Güte, wie viele Teleporter sind denn bitte hier? Die werden wahrscheinlich nicht mal einen Sinn haben. Die werden uns nur wieder hier in diesem Gebiet herum teleportieren. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Hier hinten war da noch irgendwo ein Trainer, oder? Wo war der denn? Hier neben, genau. Huch, Siegfried. Hey, ist es dir recht, wenn ich gegen den nächsten Trainer kämpfe? Dann siehst du einmal die unglaubliche Kraft von Drachen-Pokémon. Trainierst du einfach nur Drachen? Aber natürlich, es sind die stärksten aller Pokémon. Außer du kämpfst gegen Amphibien-Pokémon. Na dann, zeig mal, was du drauf hast. Los, Gyarados! Aber Siegfried, Gyarados ist kein Drachen-Pokémon. Das Vieh ist vom Typ Wasser und Flug. Hast du das etwa nicht gewusst? Doch, das war nur ein Test. Los, Glurak! Das war ein Typ Feuerflug. Ah ja, das war noch ein Test. Du hast echt Ahnung von Pokémon. Ich mag dich. Los, Aerodactyl! Lass mich starten. Noch ein Test. Das ist ein Gesteinsflug-Pokémon. Echt hoppla, aber die Johto-Liga hat mich mit diesem Pokémon als Drachentrainer zugelassen. Ich war der fünfte Trainer der Top 4. Ich bin einfach übermächtig. Aber das ergibt alles keinen Sinn, was du da erzählst. Hey, es ist ein Pokémon. Es ist Pokémon. Was erwartest du? Stimmt, du hast recht. Aber jetzt greift er nicht mal den Gegner an. Der fängt langsam an, dich zu langweilen. Los, Ratini, Drachenwut! Oh, hoppla, das ging schnell. Wieso ist dein einziges Drachen-Pokémon so schwach? Guck mal, ein rotes Gyarados. Wo ist hier nichts? Siegfried, wo bist du? Ja, tut mir leid, ich bin gerade nicht so in der Verfassung, um zu kämpfen. Dieser Typ war einfach zu genial. Komm später wieder, wenn ich mich beruhigt habe. Ja. Okay. Das war wirklich eine Lachnummer, Siegfried. Zumal er... Ja. Er bezeichnet sich zwar als Drachen-Pokémon-Trainer, aber er hat ja wirklich kein einziges... Okay, er hat Dragoran und davon drei Stück, aber... Das war's dann auch. Ich meine, was will man mehr als Dragoran? Ich meine, drei Dragoran, ne? Da laufen dir die Weiber hinterher. Wer den Animationen... jetzt laufe ich hier als im Kreis. Wer die Animation kennt, Dragoran, noch irgendwas? Hey, ich hab's so einem Nerd auf Route 1 am Pokémon geklaut. Oh. Meint er etwa das Visor? Ich weiß es nicht. Ich muss unbedingt meine Pokémon heilen. Und unbedingt Tränke kaufen. Weh, du triffst ja fünfmal. Es trifft. Okay, es trifft nicht. Das ist gut. 428, wie Senior, nochmal. Ja gut, Zwölich kann selber aber auch nichts dagegen ausrichten, das ist das Problem. Ansonsten hätte ich halt gesagt, setze ich Zwölich ein. Weil, ja, das ist wenigstens noch halbwegs bei voller Gesundheit. Aber mit Zwölich können wir hier eben nicht wirklich was ausrichten. Okay, der Typ hat nur wie Senior. Ich glaube, wir können uns schon mal denken, was er dann als nächstes hat. Also was sein letztes Pokémon sein wird. Wenn er schon sagt, er hat einem Typen auf Route 1 sein Pokémon geklaut.
Ich glaube, wir können uns das alle schon denken, oder? Boah, hör auf, Kratzfolie zu spammen, du Kacktyp. Wollen dann immer nur so oft treffen? Ja, ist klar. Meine Güte, und jetzt kommt wieder gleich ein Visenior mit Ruckzuck-Keep und das war's. Mein ganzes Team ist tot. Das ist doch nicht mehr schön. Das ist es wirklich nicht. Ich muss meine Pokémon echt mal ein bisschen... Ich glaube, für den nächsten Part werde ich mal ein bisschen meine Pokémon trainieren gehen. Einfach mal alles so auf Level... Oh, nee, jetzt habe ich gar nicht... Ah, na, nee, halt, das hatte ich noch gar nicht entwickelt. Wieso? Nee, ich bleib mal drin. Ja. Okay, von wieso gibt es wohl keine Entwicklung. Schade, aber ja, auch okay. Das will ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, wie das Vieh aussieht, aber okay. Ja gut, aber man muss sagen, der Weg hier ist schon relativ linear, oder? Nee, eigentlich hätte ich jetzt noch ins zweite Obergeschoss gehen müssen. Wow. Das sieht aus wie eine Möglichkeit, mein Pokémon-Team zu heilen, aber okay. Nee, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz zurück zum... Das zweite Stockwerk fahren? Nein. Ach so, wir waren im zweiten Stockwerk. Okay. Oh, ein Schalterrätsel. Ich mag Schalterrätsel nicht. Aber naja, wenn es nicht so schwer ist, dann geht es ja. Man muss es natürlich auch erstmal verstehen. Resettet der da das? Der eine da alles? Nee, anscheinend kann auch immer nur ein Schalter wirklich aktiviert sein, oder? Ach man. Ja, und den hier kann ich nicht aktivieren. Ich denke mal, ich muss den hier noch irgendwie frei machen. Aber wie, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. Der das jetzt auch aktiviert? Was? Wieso? Was ist das hier eigentlich? Wieso kann ich nicht damit interagieren? Wahrscheinlich ist es gar nichts Wichtiges, aber okay. Ah, ich mag Schalterrätsel nicht. Wenn das so weitergeht, werde ich wahrscheinlich gleich... Ja gut, ich werde den Part wahrscheinlich jetzt eh gleich beenden. Von daher ist es nicht so schlimm. Dass ich hier nicht vorwärts komme, dann kann ich das nämlich offscreen mal herausfinden, wie das hier funktioniert. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich beim nächsten Mal einfach wieder. Ja, ich glaube, so machen wir es auch. Von daher war es das erste Mal mit Pokémon Feuergrün für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte... Lasst gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch gelassen. Gerne mit einer kleinen Bekündigung, was euch gefallen hat und was nicht.
Und ja, ich bin froh, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann hier hoffentlich dieses Rätsel lösen werden. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.